Aufgabe 1.0. In Deutschland wächst derzeit mehr Holz nach, als geschlagen wird. Der Besitzer eines Waldes mit einem Holzbestand von 5000 Kubikmetern rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,5%. Der Holzbestand Y Kubikmetern nach x Jahren lässt sich demzufolge durch die Funktion f mit der Gleichung Y ist gleich 5000 mal 1,045 hoch x mit Grundmenge gleich R plus 0 Kreuz R plus 0 beschreiben. Aufgabe 1.1. Ergänzen Sie die Wertetabelle auf Tausende gerundet. Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem. Wertetabelle lassen sich am schnellsten mit dem Taschenrechner berechnen. Dazu gehen wir auf y ist gleich, tragen bei y 1 die Funktionsgleichung ein, also die 5000 mal 1,045 hoch x. Gehen erst auf die Table Setting, das heißt Second Function und Table, und stellen hier auf User um, da wir für ganz spezielle x-Werte den Funktionswert berechnen müssen und es geht über User am schnellsten. Gehen einmal zurück auf Table und können jetzt die zu berechnenden x-Werte eingeben. Das wären also 10, 20, 25, 30, 35 und 40. So, bevor wir es einfach abschreiben, sehr wichtig, überprüfen, auf welche Stelle man runden soll. Und hier heißt es, ergänzen Sie die Wertetabelle auf, Tausender gerundet. Also schauen wir uns an. Das waren dann gerundet 8000, 12000, 15000, 19000, 23000 und 29000. Also füllen wir aus. Für 0 haben wir den Anfangswert, also 5000. Für 10 waren es die 8000. Für 20 12000. 25 15000. 30 19000. 35 23000. Und 40 29000. Diese Zahlenpaare müssen wir jetzt in das Koordinatensystem eintragen. Also 0 5000, 10 8000, 20 12000, 25 15000, 30 19000, 35 23000 und 40 29.000. Hier vorne sehen wir jetzt zwei sehr große Lücken, also berechnen wir doch einfach noch die Funktionswerte für 5 und 15, um die Lücken noch entsprechend ausfüllen zu können. Also für 5 hätten wir dann gerundet 6.000 und für 15 gerundete 10.000. So, und jetzt als Kurve verbinden. Und dann erhalten wir so eine Exponentialfunktion.